Mitglieder macht sich die 10. Jahrgangsstufe unter Leitung von Herrn Brane auf den Weg nach Sachsen, um viele schöne Sehenswürdigkeiten zu besuchen und spannende Aufführungen wie zum Beispiel Berlin-Berlin anzusehen. Dabei warten viele Abenteuer auf die Schülerinnen und Schüler des Wilhelm-Diess-Gymnasiums, die sicherlich lange in positiver Erinnerung bleiben. Für diese interessante Klassenfahrt gibt es bereits Monate zuvor einen genauen Plan, der das spannende Programm beinhaltet. Schon am Montag, dem Abreisetag, gibt es viel Spannendes zu sehen. Dazu zählt nicht nur der Besuch des Freilichtmuseums Mödlareuth, wo man sehr viel über die deutsch-deutsche Grenze lernt, sondern auch der Stadtrundgang durch Dresden. Hierbei kommt man auch an sehr vielen Sehenswürdigkeiten vorbei, die auf jeden Fall sehr imposant sind. Auch am Dienstag gibt es viel zu entdecken. Am Morgen nehmen die 10. Klassen zunächst an einem Stadtrundgang teil, wobei sie unter anderem den Spuren der friedlichen Revolution auf den Grund gehen. Außerdem besteigen die Schülerinnen und Schüler die Kuppel der Frauenkirche, ein sehr interessanter Eindruck. Im Anschluss besuchen die WDGler auch noch den Zwinger, einen bedeutenden Gebäudekomplex im Barockstil mit vielen tollen Gartenanlagen in Dresden. Dabei wird auch die sehr prunkvoll gestaltete Porzellansammlung im Zwinger mit ca. 20.000 Kunstwerken besichtigt. Dieses ist zwar echt beeindruckend, allerdings kommt die Porzellansammlung noch lange nicht an das Highlight der Woche ran. Das ist nämlich der Semperopernbesuch am Dienstagabend. Hier sind die Eindrücke von Raphael aus der 10a im Interview. Es war heute ein Zeitpunkt ausgemacht, bei dem das ganze angeht. Da hat man vorher da sein müssen. Und dann sind natürlich vorher noch ein paar Gruppenbuddel gemacht worden. Und wir sind dann quasi in die Oper eingegangen. Das Gebäude an sich war schon sehr, sag ich jetzt mal, eindrücklich, weil man eben gescheit gesehen hat, wie groß das eigentlich das Gebäude ist, von außen und von innen. Das waren sehr teuer aussehende Hallen, also hat fast ausgeschaut wie in einem Schloss. Und man ist dann da auch gleich in der Garderobe gleich seine Sachen abgeben können und ist dann auch gleich in diesen großen Saal eingegangen, in dem das Ganze dann quasi gespult worden ist. Hat dann einen Platz genommen und da ist dann erst einmal so Hintergrundmusik gelaufen. Die Erwartungshaltung für uns persönlich war, dass das eher so langweilig wird und so ein trauriges Opernstück heute, weil das vor der Semperoper mehr oder weniger so ein Vorurteil ist, dass die nur sicher eine Sachen spielen. Dann war es aber, ist aber gleich angegangen gewesen und es war eher so ein Musical, also es war eine sehr gute Stimmung und das war eigentlich so das Highlight vor der ganzen Fahrt, muss ich sagen. Vielen Dank, Raphael, für die interessanten Einblicke. Das ist wohl echt ein bleibender Eindruck, der auf jeden Fall einmalig ist. Nun wollen wir allerdings zum Mittwoch kommen. Dieser beginnt gleich mit einem Ausflug zur Festung Königstein im Südosten Sachsens. Inmitten des Elbsandsteingebirges gibt es vielfältige landschaftliche Formationen zu bestaunen. Ebenfalls findet man dort viele bizarre Hang- und Felslandschaften, die auf jeden Fall sehr erstaunlich sind. Außerdem besuchen die WDGler das Felsenlabyrinth Langhennersdorf, doch darüber erzählen jetzt Raphael und Vitus. Also in diesem Steinlabyrinth war es so, man hat sich quasi aussuchen können, in welche Richtung das man geht oder ob man klettert oder nicht. Also es war ein normaler Weg, den man gehen hat können. Man hat natürlich auch am Platz bleiben können, wenn man sich nicht betätigen wollte. Die Leute, die sich betätigen wollten, haben natürlich auch festes Schuhwerk gebraucht, weil man da wirklich klettern hat können, wenn man das wollte, ziemlich hoch. Und man hat auch ziemlich tief fallen können, wenn man nicht aufpasst hat. Also war das natürlich für alle Leute, die da quasi mitgemacht haben, war da was dabei. Ich persönlich bin sehr gern da geklettert und auch durch so Höhleneingänge durchgegangen. Also hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Eine Sache, die leider häufiger passiert ist, dass sich eine Person leicht oder zum Teil ein bisschen stärker wehgetan hat. Jetzt zwar nichts, was man dann irgendwie dann, wo man Krankenhaus oder sowas braucht, aber halt schon mal stärkere Schürfwunden. Vielen herzlichen Dank für die Erklärungen. Jetzt wollen wir uns allerdings noch mit dem Panometer Dresdens beschäftigen. Dieses steht nämlich an folgender Stelle im Programm. Im Dresdner Panometer befinden sich viele 360-Grad-Gemälde des barocken Dresdens, welche der Künstler Jageda Assisi geschaffen hat. Diese sorgen jedes Jahr für große Staunen bei der Schülerschaft und hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Zum Abschluss des Tages wird noch die Theaterruine St. Pauli angesteuert. In der Ruine der evangelisch-lutherischen St. Pauli-Kirche wird die Komödie Endlich allein von Lawrence Roman aufgeführt. Leider haben die Schauspieler hier nach Aussagen vieler Schüler nicht alle Möglichkeiten ausgenutzt und deshalb gibt es hier auf jeden Fall noch Verbesserungsmöglichkeiten seitens der Darsteller. Am Donnerstag gibt es hingegen wieder einen sehr spannenden Teil, denn hier schließt sich eine Fahrt in die Lausitz an. Bei einem Rundgang können die WDGler die an der Lausitzer Neiße gelegene Stadt Görlitz erkunden. Nach dem ausgelassenen Besuch werden die Schülerinnen und Schüler in der Stasi-Gedenkstätte Bautzen mit einem ernsteren Thema aus der DDR-Zeit konfrontiert. In den drei Ausstellungsräumen wird der Opfer der Gefängnisse Bautzen 1 und Bautzen 2 gedacht und an deren Schicksal erinnert. Doch darüber erzählen jetzt Raphael und Vitus.
Ich finde, man, also jeder hat ja vorher schon gewusst, was da in dieser Zeit alles abgelaufen ist und da in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, wo das ja auch benutzt worden ist, das Bautzen. Und man hat ja schon so eine Vorahnung gehabt oder Vorwissen gehabt, wie das sein wird. Und wenn man dann quasi davor steht und erstmal sehr hohe Mauern mit Stacheldraht sieht und auch gesicherte Türen, natürlich jetzt nicht ohne Wachen, aber ich glaube, das wird ein bisschen zu früh gewesen, dann kriegt man natürlich schon auch nochmal einen besseren Eindruck, wie das Ganze sein hat müssen. Vor allem, wenn man dann auch durch diese Zellengänge durchgeht und sieht, wie auf zwei Betten vielleicht sogar drei, vier Leute schlafen haben müssen, gequält worden sind, auch von den Wachen, auch teilweise unfreiwillig die Wachen das gemacht haben und wie auch teilweise Leute probiert haben zum Fliehen, einfach weil die Lage da drin so schlecht war und dass welche Gründe, die leider eingesperrt worden sind, dass welche kleinen Patzer, die eigentlich gar nichts ausgemacht haben, kriegt man schon einmal Respekt und muss eigentlich froh sein, dass es in dieser heiligen Zeit nicht mehr so ist. Und deswegen finde ich auch, sollte man sich das anschauen, dass man auch nochmal diesen Eindruck kriegt und auch wirklich dafür sorgen muss, dass so etwas nie wieder passiert. Was ich auch noch interessant gefunden habe, ist, dass das eher, obwohl es da natürlich auch hohe Mauern gab, ist eigentlich ein bisschen versteckt war. Also die Geist haben extra betont, ja, das sollte geheim bleiben, also dass niemand weiß, was da passiert. Und das sind nur Leute, dass die einzigen Leute, die in höheren Häusern, dann also im obersten Stock leben durften, dann Parteimitglieder waren oder halt Leute, die stark mit der Partei involviert waren. Vielen Dank für die Zeit, Vitus und Raphael aus der 10a und die ausführlichen Erklärungen, die ihr hier abgegeben habt. Nun wollen wir uns allerdings noch mit dem Freitag, dem letzten Tag der Sachsenfahrt, beschäftigen. Hier fährt die Reisegruppe des WDG nämlich nach Leipzig. Die einwohnerreichste Stadt in Sachsen hat viele Sehenswürdigkeiten, historische Gebäude und geschichtsträchtige Orte zu bieten. Ein Jugendstadtrat von Leipzig bringt die WDGler zu vielen verschiedenen Stationen, wie zum Beispiel dem Zeitgeschichtlichen Forum und der Stasi-Zentrale Rundes Eck. Außerdem besichtigen die Schülerinnen und Schüler das Museum der Bildenden Künste, was eine schöne Abrundung für die Fahrt darstellt. Durch die Sachsenfahrt wird den WDGlern jedes Jahr viel Wissen vor Ort vermittelt und sie lernen die ostdeutsche Geschichte hautnah kennen. Aus diesem Grund hat sich die Reise in den Osten Deutschlands etabliert und ist zu Recht seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des WDGs.